Hallöchen auch und willkommen zurück zu Crim Legends 2, das Lied des schwarzen Schwans, Part 3. Und dieses Geplätscher macht mich wahnsinnig. Und wir haben das letzte Mal die Königin in ihrer Zelle besucht und haben gesehen, wie ein Schwan eine Botschaft überbringen wollte, aber der grüne Nebel, der uns schon mal begegnet ist, ihn weggezogen hat, und es hat sich herausgestellt, dass dieser Schwan ein verzauberter Mann war, der leider gestorben ist, zu Tode gestürzt ist oder Schlimmeres. Okay, ich glaube, das gehört hier rein. Nee, wir brauchen was anderes. Okay. Wie komme ich jetzt weiter? Ach, der Origami fehlt hier oben. Dann kann ich das wahrscheinlich mit dem Meißel anheben. Und wir finden das und das. Das gehört wahrscheinlich hier rein. Und hier rein. Und dann kriegen wir diesen komischen Dolch. Oder Schwert, je nachdem. Und der braucht ein Schild. Ja, da war auch der Schild. Und wir kriegen was? Ein Diadem. Okay. Wo müssen wir jetzt hin damit? Da. Ach, wahrscheinlich hier hin. Okay, jetzt müssen wir wieder einen Gegenstand erwimmeln. Das finde ich ja herzallerliebst. Ist auch wirklich schöner Brunnen. Schade, dass der nicht richtig fließen tut. So, hier noch die Kette. Da sind die Ohrringe, wenn das welche sein sollen. Okay, da ist noch die Kette. Jetzt ist richtig mies. Jetzt kommt so ein ganz kleines Stück. Ah, hier. Und das ist das Diadem, was über auf ihrer Brust liegt. Okay, und der Brunnen fließt wieder. Hier haben wir einen kleinen Topf. Fuß des Turms. Okay, was... wahrscheinlich damit. Topf mit Harz. Und hier fehlen uns immer noch zwei Puzzleteile. Okay, hier habe ich jetzt gerade nichts mehr zu tun. Dann gehen wir zu der königlichen, zum königlichen Wald. I told you, trust no one. All due respect, Mother. I'll take any help I can get. She's my wife. So you agree. This is family business. Not now, dear. He's very upset. Mother, let me handle this. Hallo, Herr König. Da ist das Siegel. Wir schauen uns erstmal das an. Vor 7 Jahren fiel die Dunkelheit über das Schwanenkönigreich herein. Seitdem hat niemand einen Fuß in das schwarze Schloss gesetzt. Okay. Okay. Bei ihm müssen die Wolken sein, beim Schwan die Wellen und bei ihnen unten das Gras.
Okay, lass mich raten, da kommt das hier rein. I, King of the Swan Kingdom, must confess my sins. The accounts shall be recorded in these golden feathers for safekeeping. Long ago, I built these shrines as a way to collect and sort my own private thoughts. Now, sitting among the ruins of what was once my great kingdom, I will use them to explain how all this came to pass. Recording this confession may be the last thing I ever do. The dark magic that destroyed this land is slowly killing me too. And it's all my fault. Okay. So, Herr König, ich bin gleich wieder da. Ich weiß, ein König soll man nicht warten lassen, ist ja unhöflich und so weiter. Aber ich will erstmal dieses Rätsel machen. Das wir auch schon bereits kennen. Aus Grim Legends 1. Oh, das Geräusch ist eklig. Okay, das passt nicht hin. Das ist der Hals. Okay, da haben wir schon mal den Hals. Ah, diese epische Musik, ey. Bereitet einen schon ein bisschen Gänsehaut. So. Dann kommt das wahrscheinlich da. Ne, dreht sich nicht wirklich. Das ist aber richtig. Und es ist auch nicht einfach. Muss man gleich dazu sagen. Obwohl ich auch leicht spiele. Könnte das Teil jetzt dahin passen? Hm. Es muss ja nur so ein Stück da reingebracht werden. Ach, das gehört schon so. Ah, verdammt, 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 verdammt. Wahrscheinlich das Teil hier. Ich probier's jetzt einfach mal. Ach, das... Ich kann das nicht... Ach, das ist ja gemein. Das ist wirklich gemein. Nee, das kann auch nicht sein. Kann's ja nicht... Ich kann's ja nicht drehen. Warte mal, wir müssen das Teil hier irgendwie finden, weil das... Ich will hier nichts überspringen. Das könnte noch dazu passen. Obwohl, müssen wir schauen, da passt nur, da ist so ein Stück vom Auge noch. Sorry, Freunde. Im Stream werde ich es nicht überspringen, versprochen. Okay. Kannst mal aufhören zu klappern. Alter. Mach mich halt kill. Also ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht. Anlegestelle.
Okay. Warte mal, das Baumharz kann man da auch da reinmachen, oder? Sehr hart, ich sollte schmelzen. Okay. Ich glaube, ich kann ja nichts anderes machen, als jetzt mit dem König jetzt noch zu sprechen. I'm worried about my wife and child. If only she could just talk to me, it would set us free. My wife comes from the islands. I shouldn't leave the kingdom under such hard circumstances. Please go there. Maybe you will find some answers. Okay, ich wo immer das jetzt auch hier hingehört. Werden wir schon rausfinden. Was ist, wenn ich das versuche, ihnen zu geben? Nee. Aber irgendwas muss ich doch noch hier machen können. Was? Elfenphobie für Jagd, Sex. Es gab eine Errungenschaft für die Schmetterlinge. Jawoll! Das kommt hier auf jeden Fall rein. Aber irgendwas müssen wir beim König noch machen. Aber was? I found a dead body near the tower. I will look into it right away. Okay, das sollten wir anscheinend noch machen. So, Siegel haben wir ja hier schon geholt. Ja, das war hier in dem Baum irgendwo. Okay, ist hier noch. Jetzt müssen wir das Siegel hier finden. Da unten ist es. Und hier. Ja, hier mal die Ruder. Okay, hier soll ich wahrscheinlich eine Süßigkeit machen. Aber irgendwas müssen wir wahrscheinlich noch finden. Ey, ich sehe dich. Okay, wir brauchen. Sieht aus wie Zimt, Minze. Das vermischen wir und dann kriegt das solche Tropfenfische. Okay. Also das haben wir aber noch nicht. Verschwinde, habe ich gesagt. Böses Viech. Da werde ich böse. Was ist das denn? Zuckerrohr, okay. Was glitzert uns denn da an? Blätter 20, okay. Die Musik ist so schön. Löse Wirbel weniger als 30 Sekunden. Wow! Präzise schließe eine. Das konnte ich jetzt nicht lesen. Wir schauen uns das am Schluss vom Spiel nochmal an. Versprochen. Ja, dann guck uns halt zu, wie wir hier was machen. Aber du kriegst nichts ab. Tschüss. Eine Sache, glaube ich, kann ich auch noch machen. Nehmen wir auch gleich mit. Okay, dann haben wir hier alles schon erledigt. Hat ja auch was geglitzert hier, oder? Ne, ich glaube, mehr kann ich hier nicht machen. So, erstmal müssen wir ihn natürlich reparieren. Dann die Ruder hinschmeißen. Hinstellen. Und hier, mein Kleiner. Ja, ja, ich weiß, du hast Hunger. Hier, viel, nimmst wir. Der Schwalbe muss zum Nest zurückkehren, aber deine Hilfe wird sie nie vergessen. Oh, Luffy ist weg. Ja, okay, dann rauf damit. Oh, oh. Watch out!
No! Oh Mann. Überspringe die ersten 10. Nicht die ersten 10 Sequenzen? Thank goodness you're alive. We need your help. Find the burnt house in the forest. You will find your answers there. I must go. You're not safe with me here. Who was that man? He saved my life, then he just vanished. Magier wahrscheinlich oder sowas in Richtung. Hallo Siegel. So, armer. Oh. Kaputt, armer Kerl. Noch nicht mal Süßigkeiten helfen hier weiter. Ja, mögest du in Frieden ruhen, mein tapferer hölzerner Freund. Ja, hohoho. Als wäre das jetzt dein größtes Problem. My goodness, the blood. He's dead. Ja, ist der Nächste, der daran glauben musste. Armer Kerl. Ja, mehr kann ich leider auch nicht mehr für ihn tun hier. Oh, das arme Otto-Baby. Ahaha, Lufia. Ein Entzwirrungsrätsel. Ja, zum Schneiden haben wir da allerdings. Mir helfen die auf jeden Fall kleiner. So, mehr kann ich jetzt hier gerade auch nicht machen. Was zum Henker? Ist hier ein Siegel? Hier muss ein Siegel sein. Wo könnte das sein? Ich schaue mich erst nach dem Siegel um. Da. So. Klopf, ob da eben eine Fee drin sind. Was bist du denn? Ja, was für eine widerliche Kreatur. Können wir auch gerade hier nichts anfassen. Hier haben wir eine Muschel. Das könnten wir mit den Otter Verbindung setzen. Okay, geht mal die Geschichte hier weiter. It started after my wife gave birth to our eighth child. It was a time of peace between the Swan and Eagle Kingdoms. I'm ashamed to admit this, but peacetime and everyday family life bored me tremendously. I had always been interested in magic, but in those soft, easy times, that interest grew into an obsession. I knew my wife wouldn't understand. And my subjects would abhor me. So I practiced the arcane arts in secret. It was my guilty pleasure, my forbidden fruit. That's when she appeared, a sorceress. Okay, eine Hexe ist erschienen. Okay, wir haben jetzt irgendeinen Kristall bekommen. Türkiser Kristall. Verscheucht das dir das? Nö. Der ist doch nicht davon beeindruckt. Okay, aber ich glaube mit der Muschel können wir den Otter befreien. Und wir haben ein schönes Schieberätsel. Und wir müssen halt schauen, dass hier das Ganze hier nicht mehr verknotet ist. Da. Und wir haben ein neues Tierchen bei von unserer Seite, einen Otter.
Den wir natürlich auch wieder Lufia taufen, wie jedes Tier, das uns hier begleitet. Und er kann uns bestimmt... Warte mal, kann ich das mit dem Netz hier... Nein. Ja, da ist der Lufia ganz wild drauf. Lass ich dir von den Otter helfen. Ja. Braver Lufia, braver. So, aber meine Freunde, bevor wir jetzt da weitergehen, und wir gehen mal ein Stück zurück, weil das Geräusch ist eklig von dem Viech. Sag ich mal, was das für diese Folge mal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, pusht ordentlich dieses Video, teilt es euren Freunden und Bekannten und Familie und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, Henry Ford. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Part bei Grim Legends 2, das Lied des dunklen Schwans. Armer Kerl, zwei arme Kerle hier. Ja.